Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Um Fragen in den Kommentaren vorzubeugen, eine kurze Erklärung. Wenn man sich mal Johns Mundpartie anguckt, das haben wir schon mal gehabt im Urlaub, da war so eine Rötung zu erkennen. Wir dachten da vielleicht, ist es eine Allergie oder irgendwas. Aber jetzt scheinen wir den Grund dafür herausgefunden zu haben. Gestern sah es übrigens noch viel, viel schlimmer aus. Der Grund ist... diese dummen Stoffmasken. Die habe ich gerade ein bisschen verknotet. Moment, das war mal eine Maske. Das eine Ding hier ist schon abgegangen. Ja, daran hat mein Mund wohl irgendwie durch Errötungen nicht so gut reagiert. Aber Simone meint, das ist gerade passiert bei sehr vielen. Ja, ist ja logisch. Man schwitzt darunter und... wenn man empfindliche Haut hat, dann kriegt man da wohl so einen Ausschlag. Und ja, wir haben es eingecremt gestern Abend und ist heute Morgen schon viel, viel besser. Und jetzt gibt es halt wieder die Stoffmasken. Die Stoffmasken, die Papier. Die Papiermasken gibt es wohl wieder. Genau, die Einwegmasken. Okay, so, was haben wir heute vor? Das ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir ja unser 30.000 Abo-Special gemacht und es gab zwei Gewinner. Und heute ist es soweit. Der erste Gewinner oder die erste Gewinnerin besser gesagt. Heute mal vor die Kamera treten hier, die holen wir nämlich gerade ab. Die hat sich gewünscht, einen Tag in Bremen zu verbringen. Und ja, darüber freuen wir uns auch sehr. War nicht so einfach, einen Termin gemeinsam hier abzustimmen, aber jetzt ist es endlich soweit und das Wetter spielt mit. Und ich glaube, wir haben ein tolles Wochenende zusammen vor uns, oder? Denke ich auch mal. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit dem Vlog. Willkommen im Vlog. Hi. Genau, unsere glückliche Gewinnerin Sarah. Hi. Und schon sind wir hier, wo man in Bremen immer sitzt, wenn man Zeit hat. Wir zumindest an der Schlachte. Ja, sitzen alle vier hier, wie man sieht, bei schönstem Wetter. Und bevor jetzt irgendwelche Schlauberger-Kommentare kommen, nochmal eine Erklärung. Einige werden vielleicht die Sarah schon kennen. Wir haben sie mal im Heidepark getroffen. Vor einiger Zeit ist auch im Video vorgekommen. Weißt du noch, wie das Video heißt, Simone? Oder? Weißt du was mit Heidepark Memes and More oder so? Ja, irgendwie stimmt. Ah, Heidepark, ah. Ja, stimmt. Ja, danke schön. Ja, das Video war's. Gut. Ich will mal eben einmal euch nochmal zeigen, mit welchem Video die Sarah gewonnen hat. Und auf diesem Wege nochmal Glückwunsch zu den 30.000 Abonnenten. Ihr habt das wirklich so verdient und ja, macht weiter so. Mehr habe ich eigentlich noch nicht zu sagen. Ja, und dieses Video ist relativ früh eingegangen. Also ich glaube, wenige Tage nachdem wir den Aufruf gestartet hatten. Und ich muss sagen, ich habe alle Videos, die dann danach reingekommen sind, mit diesem Video immer gemessen, weil ich das total toll fand. Für mich war es irgendwie
das Naheliegendste, ein Lied zu machen, habe ich immer so gedacht, wenn ich jetzt sowas machen müsste, würde ich versuchen, ein Lied zu machen. Und ja, ich habe es dann meiner Familie vorgeschlagen und konnte sie überzeugen, oder wie war das? Hab's auch gesehen und fand's dann direkt auch gut. Du musstest mich nicht überzeugen, also ich fand's auch gleich total super. Sie hat so toll gesungen, musiziert und ich fand's einfach klasse. Wir sind jetzt hier zur Mittagszeit. Wir wollen natürlich der Sarah im Laufe dieses Wochenendes, also sie hat ja eine ganz weite Anreise auf sich genommen, also 3 Stunden Zug war schon mal angesagt. Und da wir jetzt bis morgen Abend Zeit haben, werden wir versuchen, Sarah so die Sachen zu zeigen, die man in Bremen gesehen haben muss und die man vielleicht auch in unseren Videos kennt. Johnny, was gibt's zum Beispiel da? Bremer Stadtmusikanten muss man gesehen haben und den Dom. Schnurr muss man auch gesehen haben, nein, auf jeden Fall. Sarah, hast du Bock dazu, zu Sightseeing? Auf jeden Fall, ich bin richtig motiviert. Das hören wir doch gerne. So, und jetzt sind wir auch motiviert, erstmal Sarah willkommen zu heißen und mal anzustoßen. Ja. Genau. Prost. So, kleine Stärkung ist da. Ich hatte letztens auf einem Geburtstag eine Kürbissuppe gegessen und die war so lecker, dass ich mir ja auch glatt eine bestellt habe, weil die Zeit vom Kürbis ist ja jetzt wieder da. Und was hat Sarah? Kaiserschmarrn. Ja, ich glaube zum ersten Mal Kaiserschmarrn, wie ich das rausgehört habe. Ich bin gespannt, wie es dir schmeckt. Wir haben es dir ja fast aufgedrängt zu essen. Bei mir gibt es Weißwurst mit Brezel, passend zum kühlen Getränk. Ja, und bei mir gibt es Chicken Nuggets, den kleinen Farmer. Guten Appetit. Wir machen mal einen kleinen Versuch jetzt. Sarah hat eben erzählt, dass sie wahrscheinlich von uns jedes Video gesehen hat, also sich visuell in Bremen auskennt. Sie ist zum ersten Mal in Bremen jetzt übrigens und wir wollen mal gucken, ob sie es jetzt tatsächlich schafft, anhand ihrer Erinnerungen und von unseren Videos den Weg zu uns nach Hause zu finden. Was meinst du? Wie sind die Chancen? Naja, so mittelmäßig. Also vielleicht komme ich so in die richtige Richtung, okay, aber ich bin mir da nicht so sicher. Probier das mal versuchen jetzt. Wollte ich was machen? Schafft ihr das? Ich glaube eher nicht, da wir auch ja nicht direkt gefilmt haben, unser Nachhauseweg oder so, dass wir das ja auch extra auslassen. Ja, aber ich finde es, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe keine Orientierung eigentlich in fremden Städten und ich bin gespannt, ja, wie das hier so läuft. Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich glaube ich auch nicht so, aber okay, mal gucken. Ja, die erste Hürde schon mal genommen. Wir besteigen hier die Brücke jetzt. Oh, scheiße. Alles gut? Alles gut? Ja. Ja. So, wir kommen jetzt an den ersten Schwierigkeitspunkt, wie mir gerade scheint. Große Ratlosigkeit macht sich breit. Aber ich bin ja beruhigt. Ich dachte immer schon, wir haben immer schon sehr viel gezeigt. Aber es scheint doch schwieriger zu sein, als ich gedacht hatte. Vielleicht ist meine Orientierung auch einfach im Arsch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir oft gezeigt haben, wie wir von zu Hause in Richtung Schlachter gegangen sind, aber nicht andersrum. Es ist doch schwieriger als gedacht. Gut, wir treffen uns vielleicht zu Hause wieder und da bin ich mal gespannt, was Sarah sagen wird, wie sich unsere Wohnung so im Vergleich, wenn man es in den Videos sieht, präsentiert, wenn man da selber drin ist. Ich bin echt mal gespannt, was du dazu sagen wirst. Ja, ob es größer oder kleiner scheint, machen wir gleich. Und welche Überraschung, ich habe ja schon öfter erzählt, ich tausche am Wochenende ja immer einen halben Hefezopf mit meiner Schwiegermutter und diesmal gab es Zuckermais, ganz frisch vom Feld, ja, aus Visserlöwede, wo wir herkommen, freuen wir uns alle schon drauf. Ja, ich habe es mir eigentlich genau so vorgestellt. Also, ja, ich habe eigentlich
Sieht genauso aus wie im Video. Gut, weil wir hatten auch schon gehört, irgendwie es sieht... War es jetzt kleiner oder größer? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, irgendwie wirkt es wohl irgendwie von der Größe anders, aber... Gut. Also Sarah, wir müssen wohl nichts sagen, du kennst dich ja aus hier. Also, genau, fühl dich wie zu Hause. Da ist die Terrasse. Da ist das Sofa. Genau. Und du weißt, da ist nicht wie bei armen Leuten hier. Wir haben zwei Kühlschränke, da sind Getränke für dich drin. Das ist mir ja auch schon aufgefallen. Ja. Für alle, die es nicht gecheckt haben, das war mal ein Sprichwort, was Simone gesagt hat. Und dann gab es da ein paar problematische Reaktionen drauf. Böse Kommentare, weil das nicht jeder so kennt heutzutage. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ein Sprichwort von früher. Genau, du liest meiner schon ziemlich Zeit. Lang. Ja. So, jetzt wollen wir schon relaxen, bevor wir dann zum nächsten Programmpunkt kommen, was schon wieder Essen bedeutet leider. Jetzt kommst du zur Abwechslung mal eine Runde Riesenrad mit Blick über Bremen, bei bestem Wetter. Ne? Genau, ich freue mich schon. Wird bestimmt gut bei dem schönen Wetter. Oben angekommen. Sarah hat bestimmt Panik um ihr Handy, da mache ich mal eben ein paar Bilder als Andenken. Immer die Kamera sieht man so lange. So, heute einmal fühlen wie Adi. Mal heute mal auf eine Anti-Corona-Demo in Bremen hier. Ist da richtig was los? Und wie fühlt ihr euch? Also, ich bleibe dabei. Ohne Maske auch noch, alle. Achso, und heute in Bremen. Jetzt hier. Wir haben keine Maske auf. Wir haben keine Maske auf. Wir haben keine Maske auf. Weil keiner einen Maulkorb braucht. Wir haben keine Maske auf. Wir haben keine Maske auf. Wir haben keine Maske auf. Euch an und also ich finde mal wieder eine weitere kranke Aktion. Völlig bekloppt. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, eine Maske aufzusetzen in ganz wenigen Situationen, wenn man in ein Restaurant geht oder wenn man irgendwo drin ist, völlig bescheuert sich hier hinzustellen und diesen Kack-Song zu singen. Aber wie ich sehe, sind auch nicht viele da. Das ist eben Bremen zum Glück, da kommen nicht viele zu so einem Mist hier im Hanseatischen, wie auch bei dir in Rostock wahrscheinlich, da hat man noch einen klaren Verstand und muss nicht bis nach Berlin, um den Scheiß hier anzuhören, oder? Ja, genau. Muss man so sagen. Genau, ja genau, wie John jetzt auch sagen würde. Und schon wieder hoch hinaus, hier auf dem Parkdeck, wo wir jetzt gerade sind, wo auch Saturn in Bremen ist. Ein bisschen die Abendstimmung genießen und die Aussicht. Ja, Sarah, jetzt hockst du hier über den Dächern von Bremen auf so eine Billigaussicht. Hättest du mal lieber den 50 Euro Amazon-Gutschein genommen, oder? Nee, ich finde schon schön so. Na gut, okay. Wir machen jetzt mal ganz was Neues, ganz was anderes. Wir gehen mal wieder essen, sind hier im Edelweiß, wo wir also immer
immer öfter sind, weil es uns so gut gefällt. Ich habe hier eine Schlachteplatte, heißt das, bestellt mit Bauchfleisch, Kassler, glaube ich, und einer Wurst und Knödel hausgemacht. Du hast das Sauerkraut vergessen, du hast Röstzwiebeln, du hast einen leckeren Chip da stecken. Also ich bin ganz neidisch. Ist hier, meine ich. Sieht super aus. Ja, ich habe ja immer das Gleiche. Ich habe ja immer die Fleischplatte, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Weil die Bratkartoffeln einfach so lecker sind hier immer. Ja, und? Ich habe Flammkuchen mit Paprika und Tomate. Genau. Bei mir gibt's Fischstäbchen, bestelle ich eigentlich immer hier. Mit Pommes. So, die Stimmung ist bestens. Wir haben gerade hier schicke Sonnenbrillen von Jägermeister bekommen. Ja, wer hat, der kann. Ah ja, der Checker. Oh. So, auf geht's nach Hause. Schon dunkel draußen inzwischen. Wo ist deine Brille? Wenn es bei dir dunkel ist, hat das wohl einen Grund, oder? Ja. Bei mir ist es nicht dunkel. Wir sind richtig cool. Oder peinlich, wie immer man das jetzt auch denken mag. Mischung aus beidem. So, wir sind hier auf dem Rückweg nach Hause und sind hier jetzt im Schnurr, wo Simone unbedingt hin wollte. Eigentlich wollte sie morgen früh dahin, aber jetzt haben wir gedacht, jetzt sind wir schon mal hier und gucken uns nochmal abends an. Ja, wir können morgen früh gerne nochmal herkommen, weil ich finde, wenn man hier in Bremen zu Besuch ist, muss man hier im Schnurr gewesen sein. Und ich freue mich immer, wenn wir Besuch kriegen, dass wir hier mal her können, weil Stefan hier ja nicht so gerne ist. Aber du musst mal die andere Richtung zeigen, ne? Die Gasse so. Hier. So, als kleines Highlight kommen wir jetzt zu der wohl wirklich schmalsten Gasse in ganz Bremen. Der Schnurr ist übrigens das älteste Wohnviertel, also so wie die Bremer ganz früher gewohnt haben, ganz, ganz früher. Ist noch ziemlich viel erhalten, ist natürlich alles jetzt mit Läden eingerichtet, aber die Gasse kommt jetzt trotzdem mal eben. Die ist wirklich sehr eng. Ja. Wow. Oh, hübsch. Mal anders. Wir haben sie jetzt gefunden, die schmalste Gasse im Schnurr. Es ist immer nicht so einfach, sie zu finden. Dafür bin ich wahrscheinlich zu selten hier, aber ich finde es immer wieder toll und auch mal abends hier zu sein hat auch was. Aber ja, tagsüber, wenn man hier alleine ist, ganz früh morgens, ist natürlich auch was Feines. Aber ja, Schnurr immer wieder ein Besuch wert in Bremen. So, morgens 10 Uhr in Bremen, sind unterwegs, alle Mann mit dem Fahrrad, Sonne scheint, noch ziemlich frisch ist das und so mancher war ja auch länger wach heute Nacht, ich hingegen habe relativ früh geschlafen zum Glück. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen, nachdem wir gestern so ca. 20.000 Schritte jeder gemacht haben im Bereich der Bremer Innenstadt, jetzt ein bisschen das Bremer Umland, naja, übertrieben, so weit ist es ja nicht, erkunden. Sind wir erstmal jetzt hier am Werdersee. Ja, wir haben
gerade auch einen tollen Schnappschuss gemacht mit unseren super Jägermeisterbrillen, die wir gestern im Edelweiß geschenkt bekommen haben. Für die Sonne heute absolut empfehlenswert. Was ich nochmal sagen wollte, es ist ja immer so, wenn man Besuch hat, zeigt man ja so ein bisschen was aus seiner Stadt. Und ja, mir macht das immer richtig Spaß. Jetzt haben wir uns die Fahrräder geschnappt und so oft sind wir hier in der Gegend auch noch nicht lang gefahren. Also ich finde es richtig schön, aber ich habe schon rausgehört, dass jemand da nicht so begeistert von ist, von dieser Radtour. Ich habe zwar auch nicht gesagt, aber im Groben stimmt das. Tja, Sarah, wie gefällt dir das hier? Ich finde es toll. Ja. Das ist immer die Hauptsache, ne? Genau, weil ne, der Gast ist ja König sozusagen. Ja, und wie kann es anders sein? Wir haben natürlich noch nicht gefrühstückt, obwohl es jetzt schon gleich 11 Uhr ist. Aber das holen wir gleich nach in Form eines verfrühten Mittagessens, glaube ich. Wir machen die eigentlich auf, also mit dem Essen um 11:30, glaube ich, ne? Ich glaube. Naja. Ja, das ist unser Ziel erstmal. Und dann müssen wir sehen, naja, das ist kein Problem, denn von Sarah, der Zug geht um 19 Uhr, da haben wir noch den ganzen Tag Zeit. Können wir ja noch mal ein bisschen aus der Gegend was machen. Aber erstmal geht es jetzt gleich mit dem Fahrrad weiter, wo auch immer hin, zum Paulaners. Ja, genau. So, jetzt sind wir schon im nächsten Paulaner Garten. Ich glaube, letztes Mal waren wir gar nicht im Paulaner Biergarten, da waren wir nur auf der Terrasse vom Paulaner. Auf jeden Fall sind wir gerade im Wehrschloss und es gibt nichts Besseres als ein kühles Getränk. Das hat ja John schon sehr gut gelernt mit dem kühlen Getränk, finde ich nämlich auch. Aber was man noch mal lernen muss, dass man erstmal im Biergarten anstößt. Ja, genau. So funny. So, unser Frühstück ist da. Holsteiner Schnitzel gibt's. Bei mir. Bei mir auch, aber ich habe zuerst bestellt. Stefan hat's nachgemacht. Was nicht stimmt, ich habe nur später bestellt, habe mir aber schon vorher vorgenommen, das auszunehmen. So. Und hier? Ich habe einen Veggie-Burger mit Pommes. Ich habe für Stäbchen. Mit Fett und Kartoffelbrei. Ja. Und das sind sogar Fischstäbchen, nicht mit Seelachs, sondern richtig vom Lachs. Sehen echt anders aus. Mhm. Sind rot. Ja. Schon was Besonderes. So. Guten. Ja. Mahlzeit. Wohlbehalten angekommen. Eine sehr schöne kleine kurze Fahrradtour. Und schon wieder mal ein kleiner Szenenwechsel. Ich bin mal gespannt, wie das Video so wird, weil wir ja so viele Sachen da kurz angefilmt haben. Aber wie auch immer, wir haben es jetzt laut Kirchenuhr, 15.40 Uhr. Und ja, normalerweise würde Sarahs Zug, wenn ich das richtig verstanden habe, mir gemerkt habe, um 19 Uhr losfahren. Geplant war eigentlich halbe Stunde vorher, aber wegen einer Bombenentschärfung, wie es mal so ist, gibt es da eine Verspätung. Und jetzt haben wir das irgendwie hingekriegt oder mal nachgefragt, ob es ja auch einen Zug früher nehmen könnte bis nach Hamburg und von da aus dann nach Rostock weiterfahren kann. Das geht also. Und jetzt haben wir gedacht, weil? Ja, weil der Anschlusszug, das wäre sonst eine ganz knappe Sache geworden irgendwie. Man hätte nur 9 Minuten zum Umsteigen gehabt und dann hätte dieser Zug sich auch nicht verspäten dürfen und irgendwie
war uns das ein bisschen unsicher. Genau. Jetzt haben wir gedacht, bevor wir jetzt noch eine Stunde auf der Terrasse rumsitzen oder noch zwei Stunden, gehen wir nochmal hier zur Schlachte hin, weil es ja so schön ist. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die die Idee hatten, da heute hinzukommen. Es ist relativ voll. Aber machen wir jetzt so und lassen das hier ausklingen und dann geht es zum Bahnhof. Dann kommt Johnny auch nochmal wieder vorbei. Der ist ein bisschen fertig von der langen Nacht. Jo, so. Ja, soweit erstmal das. Erstmal einen Platz finden hier. Ja, das Wochenende klingt so langsam aus. Sonntag spät Nachmittag. Wir genießen noch hier schön die Sonne. Wir haben wirklich nicht so ein großes, straffes Programm gemacht und trotzdem, denke ich mal, war das ganz, ganz gut für uns alle irgendwie. Also dank Corona kann man jetzt ja auch nicht so viel unternehmen oder große Besichtigungstouren machen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht in Sarahs Sinne gewesen. Und ja, mal gucken, so hat sie vielleicht nochmal einen Grund wiederzukommen, wenn wir vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten haben. Also wir hätten auch Bowling gehen können, habe ich auch kurz dran gedacht, aber es geht, glaube ich, alles gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Doch, Bowling geht schon, aber ist auch egal. Ich fand, es war sehr nett alles. Wir haben vielleicht ein bisschen viel Gastronomie gemacht. Also so viel, wir machen zwar viel Gastronomie, wie man vielleicht weiß, aber so viel normalerweise auch nicht. Wie hat es denn so gefallen, insgesamt gesehen? Sehr schön. Also ich hätte es mir kaum schöner vorstellen können eigentlich. So. Oha, tatsächlich? Ja. Oder einfach nur so gesagt? Nee, wirklich. Gut. Nee, das freut uns ja, dass es gut war. Also ich fand es auch gut. Also war es ein schöner Gewinn. Ja. Ja, gut. Ja, uns hat das Wochenende ja auch sehr gut gefallen und also. Gut, wir warten jetzt noch auf John, bis der kommt und dann gehen wir zum Bahnhof. Dann gibt es noch eine Abschiedsszene. Wo der Vlog angefangen hat, endet er. Wir hatten ein super schönes Wochenende mit Sarah und wünschen ihr jetzt eine gute Heimfahrt. Kommt pünktlich zu Hause an, das ist ja das Wichtigste mit der Deutschen Bahn. Ja, das hoffe ich auch. Und ja, und ein riesengroßes Danke an euch drei, also echt. Das haben wir sehr gerne gemacht, war sehr schön, ja, für uns. Genau, für mich erstmal. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ja, auch im Heidepark vielleicht oder hier in Bremen oder irgendwo anders, keine Ahnung. Genau, ja, ich hoffe. Sicher die erstmal Platz machen, genau, oder? Okay, ja, gute Fahrt, ne? Danke schön. Ach, gut. Tschüss. Leider ist es jetzt
vorbei. Waren zwei sehr schöne Tage mit Sarah und ja, nicht nur der Besuch hier ist vorbei, sondern jetzt auch der Vlog. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Ja,